Hallo, Gudain, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf der Wohnungssuche bei ein Yeti auf Reisen in Island. Ich habe mal in meinen Vertrag geguckt. Bisher wohne ich ja so ein bisschen im Hotel noch auf Kosten des Vereins, solange ich keine eigene Wohnung gefunden habe. Aber so langsam haben sie gesagt, wir haben nicht viel Geld, wir sind hier in der Miesen, such dir mal eine Wohnung. Du kriegst ja auch gut Gehalt. Na gut, Gehalt ist relativ, ne? Ich krieg 15.000 Euro netto im Jahr. Und die Lebenshaltungskosten in Island sind nicht gerade niedrig. Jedenfalls, ich bin dann mal auf die Suche gegangen, hier nach Unterkünften. Ja, gut. Wir könnten mal gucken, was es hier so gibt. Ich habe ja so ein bisschen gefiltert hier. Hier gäbe es ein Zimmer. Ja, schau mal doch mal. Hier in der Ecke ist ja unser Stadion, deswegen das 613. Das klingt doch ganz interessant. Mal gucken, wie sieht denn das aus? Ja, okay. Interessantes Foto. Waschmaschine. Küche ist okay. Ein Tisch, wo man drauf essen kann. Direkt Mikrowelle daneben passt. Dann kann ich auch nochmal hier ein bisschen Scout-Täfelchen dick, dick, dick machen. Läuft. Nächstes Foto. Ja, und eine Tür vorm Bad. Finde ich gut. Inklusive Nebenkosten 613. Habe ich noch so. Bei 15.000 im Jahr sind 1.000 Euro, sind 300 Euro. Auf 12 Monate ist nochmal ein. Rechnen. Rechnen. Das ist ja dann nochmal. Warte mal. Live vor der Kamera rechnen. Der Horror schlechthin. 3.000 Euro auf 12 Monate heißt alle 4 Monate 1.000 Euro. Heißt 250. 1.250 Pieper. Pi mal Daumen kriegen wir netto raus. Heißt, wir könnten uns sowas leisten, haben dann noch 600 Euro. Es sind 600 Euro auf 30 Tage, sagen wir mal. Das sind 20 Euro am Tag, ist okay. Oder? Ja. Das geht. Also können wir auch sowas hier gönnen. Aber hier 613, schauen wir uns mal genauer an. Up, es geht auf. Huch, nee. Ah, geh weg. So, schauen wir mal. Ring, was auch immer. Okay, 109, nett. Privatzimmer, ein Wohnungszimmer. 6 Quadrat. Was? 6 Quadratmeter. Geil. 15 Minuten zur Universität. 15 Minuten zum Stadtzentrum. Ein ausgezeichneter Vermieter hier. Oh. Drei MitbewohnerInnen, gemischt. Und es ist nur Platz für eine Person weiblich. Ja, okay, ciao. Wie kriege ich das jetzt weg? Okay. Das ist schon mal nix für uns. Was haben wir denn sonst? Das hier ist ewig weit weg. Das hier ist recht. Das ist total preiswert. Das muss einen Haken haben. Wo guckt der denn hin? Ach du Scheiße. Okay, mal gucken. Ja, der Arbeitsplatz. Oh, das ist cool hier mit dem Fenster irgendwie. Riesenfenster. Hier so. Kommt direkt Licht rein. Hier Licht. Wahrscheinlich. Ist ganz nett, das Zimmer. Okay. Kleiderschrank. Das ist hier wahrscheinlich noch das Bett und der Stuhl von eben. Ja, da kommen meine Sachen rein. Passt. Oh, eine Couch sogar. Große Couch hier. Nett, gemütlich, großer Fernseher. Küchenzeile. Voll okay, klein, aber fein. Eine Dusche haben sie sogar auch. Coole Sache. Das sieht aus wie so eine Haube mit Augen. So eine Maske. Spider-Man wohnt da. Da wohnt Spider-Man. Spider-Man. Das sieht so ein bisschen improvisiert und wackelig aus. Aber gut. Hier, was ist da? Ein Zertifikat fürs Klo drauf? Keine Ahnung. Okay. Oh. Ernsthaft? Das hat sogar 9 Quadratmeter, das Zimmer. Es gibt einen Mitbewohner, der männlich ist. Es ist Platz für eine Person weiblich.
Was will mir das sagen in Reykjavik? Wollen die Leute alle immer nur. Die Männer wollen immer nur Frauen da haben. Ja, so ist das hier. Nee, 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 da wird das auch nichts. Okay, nächster Versuch. Haben wir denn noch? Das hier wurde ja schon mal nichts. Das hier ist 800 Euro. Das hier war so billig. Dann. Oder nimm mal. Ne, 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 ne. Das hier sieht so schön aus. 800 Euro ist zwar teuer, aber 450, ja. Oh, mit kleinen Kindern. Okay. So, schauen wir mal. Oh, wieder noch Platz für eine Person weiblicher. Leck mich doch am Arsch. Hier. Komm, 650 ist weiter weg, aber egal. Darf ich hier? Platz für eine Person. Ja. Ich habe mein Zimmer gefunden. 650, habe ich noch 600 Euro. Sind 20 Euro am Tag. Yeah. Ich habe eine Matratze. Das sieht interessant aus. Aber gut. Ich will nicht meckern. Unser Haus hier. Vorhang gibt es. Fenster haben wir auch. Die können wir sogar aufmachen hier. Ja. Lampe haben wir auch. Wow. Ist das hier unten drunter? Ja, Regenschuss. Balkonlage. Unter Balkonlage könnte man auch sagen. Eieieiei. Ja gut, dass man da nicht aufs Geschlecht achtet, verstehe ich. Da gehen die Frauen, glaube ich, nicht so. Ja. Ja gut, aber ich glaube, wir haben was. Cool. Eriko. Würde ich mal machen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, läuft. Easy. Was haben wir denn hier alles? Geteilte Küche. Privates Bad ist so mal schön. Balkonterrasse geteilt. Aha. Rollstuhlgerecht. Allergikerfreundlich, ja, läuft. Privaten Keller. Die Toilette ist geteilt. Das Bad nicht, aber die Toilette. Kein Fernseher. Ach, wir brauchen Fernseher. Ah, wir haben WLAN. WLAN. Yes. Trockner, Waschmaschine. Eine Heizung, Parkettboden, keine Klimaanlage. Wer braucht Klimaanlage in Island, ey? Ganz im Ernst. Tiere sind erlaubt. Oh, Gemeinschaftsräume werden gesagt. Rauchen darf man nicht, ist okay. Ich rauche eh nicht. Wir dürfen Musikinstrumente spielen. Hier läuft. Ja, nice. Alles frei. Perfekt. Ich würde mal sagen, 20 Quadratmeter Zimmer. Ja, läuft. Ich würde mal sagen, wir haben unsere Wohnung. Läuft bei uns. Von daher gebe ich doch einfach mal ab. Ich würde sagen, wir, wo ist denn das Zimmer jetzt? Das hier, ne? Hier, wir ziehen ein in das wunderschöne Eckchen. Ins Veedel, wie die Kölner sagen wollen. Nach China. Kinas, wir haben was. Jawohl. Und damit gebe ich ab zum Halbfinale. Bis gleich. Hallo, Gudein, und damit ein herzliches Willkommen zum Halbfinale in Island mit dem KR Reykjavik gegen UMF Selfoss. So, das heißt für uns nicht, es wird dieses Mal definitiv kein 0 zu 0 geben, es wird einen Sieger geben. Ausverkauftes Stadion, 8 Grad, feucht und windig, und zwar nicht die Stadt in Deutschland, nein, das Wetter ist feucht. Es regnet also wahrscheinlich, perfekter Rasenzustand trotzdem. 17 Uhr Anstoß. Und wir sind Favorit. Wir sind aktuell super in Form, muss man echt sagen. Das Blöde ist, unser bester Mann vom letzten Spiel, Gribovic, ist leider verletzt. Und zwar noch 1 bis 4 Tage. Schiete. Schiete. Deswegen habe ich Beck jetzt mal nach links gezogen. Torlazio nach rechts. Ist der eigentlich Rechtsfuß? Ja, ist Rechtsfuß. Und habe ein bisschen durchgewechselt, allgemein wegen. Nicht fit. Ich würde auch Beck nicht spielen lassen, wenn ich bessere Alternativen hätte. Habe ich aber nicht. Das ist so. Genau. Und oder habe ich in der U19 was? Boah. Geht so, ne? Oh. Nee, habe ich nicht.
Leider nicht, leider nicht, oder? Der ist auch, für links ist er auch verletzt. Ah, ich bin kotzen, ey. Ach ja, hat er nicht. Gut, dementsprechend Kongolo spielt. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, Juliusson darf nochmal spielen, Pavic, Bjerregaard spielen vorne im Sturm. Es war gut, dass ich die beiden so ein bisschen nicht komplette Spielzeit. Also, ich könnte Bjerregaard rechts hinpacken, dann könnte ich Tolisso links und Beck raus. Ich will nicht, ich will dieses Spiel gewinnen. Und ja, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Sieg. Sieg. Attacke. Upala. Alles wackelt. Die spielen wir mit einem 4-2-3-1, okay. Schauen wir mal. Ihr verdient den Einzug, ja. Das interessiert euch. Warum interessiert euch sowas nicht? Das motiviert euch doch. Ich sage einfach mal, wir sind vorbereitet. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist Schwachsinn. Ich habe leichte Probleme damit, dass mir mein Gribovic ausfällt. Deswegen scoute ich ja auch andere Spieler für die linke Seite. Ach, puh, ich dachte schon einer von uns. Tschatschiki. Chaiki. Chaiki. Martin Chaiki. Wer ist das? Schade. Ich kann es nicht mehr angucken. Abschluss. So, Pavic. Setzt sich durch. Bjerregaard. Ah, schön behauptet den Ball. El Hilali. Juliusson. Schickt back. Komm back. Bring eine gute Flanke. Da ist Bjerregaard. Nee. Ist Tolasius. Komm, bring eine gute Flanke. Und der Ball ist drin! Ach, falsches. So. Wieder ein Eigentor. Sehr schön. Manchmal ist das auch einfach gut. Hart, scharf, flach reinhauen. Verteidiger versuchen das irgendwie zu klären und treffen vielleicht mal ins eigene Tor. So wie er hier. Passiert. Anthony Manning. Manana. Bibi, Manana. Kein Schuss aufs Tor, aber wir führen. Das klingt irgendwie geil. Ah, schön. So, Tolatius. Einwurf zu Kongolo. Der muss ein bisschen nach hinten. Zu El Hilali, der dreht sich einmal. Zu Juliusson, Beck. El Hilali, Juliusson. Schickt wen auch immer. Rausgeklärt, okay. Oh, Tolasius. Auf El Hilali. Auf Juli. Oh, gegen die Hacke von Juliusson. Nicht gut. Ist keinen scheiß Konter kriegen. Na, Konter ist das nicht mehr. Trotzdem kein Gegentor. Hätte ich ungern. Peterson, langer Ball. Nee, Voss, ganz entspannt. Juliusson, Scheck Pavic. Ah, der muss nochmal nach hinten. Das sieht bisher ganz. Oh Gott. Oh nein. Oh Leute. So ein scheiß Pass, ey. Juliusson, du. Das gibt's doch nicht. So eine. Dieser Pass, wo soll der hin? Wo soll der verfickt nochmal hin? Meine Fresse, ey. Ja, ein 1-1 gibt es nicht. Nee, nee, nee. Das sind so scheiß Tore. Ich spiele auch scheiße. Jetzt bestimmt schon im Hintergrund. Fällt ein Tor. Nee. Voss klärt. Nur ist keiner von uns, weil wir alle hinten sind. Jankovic. Raus zu Manning. Will der seinen Fehler wieder gut machen? Oder macht. Nee, macht noch einen. Direkt zu Juliusson. Tolasius über Umwege zu El Hilani, der zu Pavic. Komm, schick. Juliusson. Oh, der kriegt wieder keinen Ball rangeschickt. Bjerregaard? Nee. Kongolo. Das hat irgendwie geklappt. Ich weiß zwar nicht wie, aber Palmer so ein langer Ball. Der war scheiße. Kongolo. Schöner Pass auf Tolatius. Schickt Bjerregaard. Ah. Weitschuss. Ja. Okay. Geht. Geht aber auch besser. Meine Güte. Ich kann euch nichts sagen. Ich will euch was sagen, dass ich scheiße spiele und besser spielen sollte. Seid mal dynamischer. Kriegen keinen Ball aufs Tor. Die haben einen aufs Tor gekriegt. Direktor. Kommen auch nicht zu guten Chancen. Die machen nur Weitschuss. Das ist scheiße. So, Pavic. Freistoß. Da ist keiner. Da ist aber der Konter natürlich. Ich kenne den Scheiß doch. So immer der gleiche Murks. Der wird jetzt gleich. Der hier wird lang geschickt. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Vielleicht später. Björnsson. Jankovic. Ich ahne einen aus. Oh.
Jakobsson hält schön den Ball. Ah, das gefällt mir nicht. Selmfoss ist so ein ekliger Gegner für uns irgendwie. Oh, Lila, Lea hat's auch gelb. Leck mich doch fett. Nee, ich bin nicht zufrieden mit euch. Altbewährte Taktik hier. Johnson, du kommst rein, du machst das hoffentlich mal besser. Ach Gott. Die beiden machen das ja gar nicht so schlecht. Die machen das hier wieder scheiße. Machen wir mal so. Ist irgendwie sinnvoller. Ich gebe denen erstmal so nochmal eine Chance. Ich tausche euch beide einfach mal. Wegen Defensivstürmer und gelbe Karte ist doof. Ein paar Witsch brauche ich noch. Tendenziell. Kommt, Angriff. Ist die beste Verteidigung. Ich fordere mehr von euch. So. Was war das? Ist schon immer scheiße, wenn so eine Szene bei denen anfängt irgendwie. Voss auf El Hilali. Johnson. Och Mann, der verliert auch den Ball. Sind die denn zu doof im offensiven Mittelfeld einen Ball zu halten? Und dann kriegen sie wieder ein Konter und dann kriegen sie bestimmt wieder ein scheiß Gegentor. Ja, leck mich doch am Arsch. Ihr habt doch den Arsch offen. Meine Fresse. Boah. Grrr. Idioten. Die kommen nicht zu Chancen, das ist unglaublich. Ja, komm rein ins Spiel, krieg gelbe Karte. Ey, du hast doch den Arsch offen, du bist doch bescheuert wie Arsch. Meine Fresse, ey. Warum widerspricht sich eigentlich Flankenfrüh? Ah, okay. Leute, ihr macht mich fertig. Heißt, sie spielen die ganze Zeit so gut, aber Selmfoss ist so ein ekelhafter Gegner, gegen den sie irgendwie nicht klarkommen. Weil, ja gut, wenn sie immer so einfach Kontertore kassieren, dann kriege ich auch die Krise. Plop, plop, plop. Warum auch da jemanden decken? Warum auch? Wäre zu einfach. Oh Gott, Gerson, du Vollidiot. Du wirst gleich. Oh, was hast du gemacht? Meine Fresse. Wackelt direkt hier alles, ey. Du wirst ausgewechselt. Scheiße. Meine Fresse. Leck mich. Leck mich einfach fett, ey. Geht mir das auf den Piss hier. Meine Güte. Donovan spielt auch wie der letzte Hinterwäldler, ey. Aber ich hab nichts mehr auf der Bank, kannst du vergessen. Bjerregaard kann mal runter, weil er scheiße spielt. Ah, ich kann nicht mehr wechseln, ja, leck mich doch. Das wird doch eh nichts mehr, kannst du vergessen. Unglaublich. Unfähigkeit in Personen. Weißt du, die kriegen keinen Ball an den Mann. Spielen Ball in Hacken rein. Die haben den Arsch offen wie sonst was. Die kriegen sowas von Einlauf. Die kriegen sowas von Tschu, 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 Motherfucker. Gehaltsentzüge. Guck dir diese Pässe an. Was sind das für Dinger? Da kann ein Kreisliga-Opa besser spielen. Meine Güte. Kommt jetzt mal was zustande. Flanke, Pavic.
Ja, ha, Tor. Ich hab gespuckt. Ah. Tolasius macht noch irgendwie gefühlt das beste Spiel hier. Das war eigentlich auch ein Torwartfehler ohne Ende, weil dem muss er haben. Oh, nein, nehme ich. Kommt los. Tacke. Ja. Schön, jetzt auch noch in Unterzahl. Ja, leck mich doch fett, ey. Geil. Das wird doch nichts mehr. Weil das hier noch irgendwie ein Punkt, also heißt ein Punkt bringt uns ja auch nichts. Weil wir, dann kommt noch die Verlängerung und pipapo. Da Lazios, nein. So, Donovan, langer Ball. Bjerregaard. Komm, bring ihn in der Mitte, bring ihn in der Mitte, bring ihn in der Mitte. Nee, so nicht. Pavic! Pavic, ja! 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 Das ist bescheuert. Das ist ein bescheuertes Spiel. Donovan ausnahmsweise mal mit einem guten Ansatz. Bjerregaard. Ja, Flanke. Das war nett. Erstmal den Torwart ausschalten, indem man gegen Pfosten schießt und dann ins leere Tor schießen. Ach Gott. Kriegen wir noch ein Tor? Oh Gott, ich bin in Unterzahl, ey. Five up! Mein Gott, das geht so auf die... Och, Beck ist tot, ey. Die ist einfach tot. Alles rein. Haut einfach alles rein. Scheißegal, ob in Unterzahl oder nicht. Es wird eh nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses Spiel noch gewinnen. Weil wir jetzt einfach direkt ein Tor kassieren. Nach wieder Anpfiff. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Alter. Diese gelben Karten wieder. Wir haben irgendwie ein brutales Team manchmal. Aber ich bin eigentlich so offensiv. Muss ja nicht, ne? Muss ja eigentlich nicht sein. Also, ich will gerade eigentlich nur ins Elfmeterschießen. An mehr glaube ich gerade nicht. Nicht mit so wenig Spielern. Aber mit so einem dezimierten Team. Oh. Ich bin auch blöd. Ich habe noch immer drei Stürmer, ne? Das war Glück. Kann ich schon mal nach hinten ziehen? Bjerregaard kann was weiter hinten spielen. Halbwegs. Mach doch mal einen Schattenstürmer. Keine Ahnung. Ah, es kommen immer wieder Situationen, wo ich nicht weiß, was passieren wird. So. Kongolo, komm, Bjerregaard. Nee, Kongolo. Ah, er sieht Tolasius. Komm, bring ihn in die Mitte, bring ihn in die Mitte. Das war mich schon, das ist es. Luka Pavic, Fußballgott. Luka Pavic, Fußballgott. Luka Pavic, Fußballgott. Alter, und Tolasius mit der Vorlage. Geil. Alter Verwalter. Was geht denn hier ab? Oh, scheiße. Jetzt geht, kommt direkt das 5-4-4. Ich sehe es doch schon kommen. Voss. Langer Ball. Nee, das ist Pavic. Pavic. Zu Povarinson. Zu Tolasius. Was hast du diesmal Schönes vor, Tolasius? Oh, schön Beck gesehen. Der sieht keinen. Schade. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Jetzt kriegen wir bestimmt im Konter das 4-4, weil es Hoffnung machen wollte, das Spiel. Es wollte mir Hoffnung machen, indem es mich auch erstmal in die Verlängerung wieder treibt. Ich kenne das aus anderen Saves. Oh Gott, geh doch da rein. Oh, toll, Lassio, schön. Gut, da ist zwar keiner, weil das eine deine Position ist, aber whatever. Ja, Bjerregaard, kriegst gelb-rot. Geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Du hast doch den Arsch offen, du bist doch bescheuert. Wie Arschkrampe, ey. Ah. Oh, wir spielen nur noch zu neunt. Oh, wir spielen nur noch zu neunt. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. Ah, alter Falter, ey. Gleich kann ich scrollen. Ja. Scheiße. Aber mein Gedanke ist ja noch immer, ich lasse zwei noch vorne, weil die natürlich versuchen, dann will ich einfach mit Konter irgendwie
keine Ahnung, vielleicht die Entscheidung machen. Ich meine, wir führen 4-3, das ist so bescheuert. Alter, mein Team ist wieder so tot. Tot ohne Ende, ey. Na gut, die sind auch tot, aber. Oh. Meine Güte. Purer 24. Ja, hier gelb-rot. Ah, auch gelb-rot. 10 gegen 9. Schalalala. 10 gegen 9. Anthony Manning. Man of the Match für UMF Selfos. Alter, was ein Spiel. Alter, das gewinnen wir jetzt ehrlich, ne? Pfeift doch ab. Pfeift den Scheiß doch einfach ab. Ah. Oh, wie schön. So wunderschön. Alter. Alter. Nach 1-3 schießen wir in den 10 Minuten kurz vor Schluss nochmal zwei Tore. In der 93. und der 104. in Unterzahl. Und das kann man noch keinem erzählen hier. Ja, Glückwunsch. Alter. Krasse Scheiße. Eieieiei. Die kommen natürlich normal weiter hier, Reykjavik. Alter Falter, ey. Pavic, du Fußballgott. Du fucking Fußballgott. Boah, bist du genial. Bist du gut. Dabei ist der gar. Was, die haben da einen Stoßstürmer, ne? Der ist gar. Kraft und Sprunghöhe ist halt brutal, ne? Und Kopfballtechnik? Krasser Typ. Boah. Was? Schon wieder so ein Spiel, ey. Unglaublich. Was hat er? 3 bis 4. Wadenzerrung. Ach, Gott, ey. Ja, die schaffen das. Ganz im Ernst, ich bin wirklich begeistert. Ja, du hast Scheiße gespielt, Junge. Guck mal. Ach, der hat gar keine Wertung bekommen, so. Ja, seine Ärger ist verständlich, aber. Ja, das habe ich fürs Team gemacht. Ja gut, der hat einen Hattrick gemacht, ne? Aber oh, der hat auch einen guten Abschluss, ne? Ohne Ball. Kein Sch der ist auch echt gut, ne? Ja, würde ich auch nehmen. Ich will nicht über den reden. Was ist denn das für eine Frage, gegen wen ich im Finale spiele? Ist doch klar, oder nicht? Habe ich. Was ist denn das für ein. Hä? Ist das nicht klar? Ach, oder weil das vier Gruppen sind, ist. Hä? Ist das nicht klar, gegen wen ich spiele? Hä? Wie kann ein Finale ausgelost werden? Hä? Hä? Verwirrt. Ich spiele doch jetzt gegen UMF Fjölnir Reykjavik. Oder nicht? Jo. Das ist meine Herausforderung. Ey, du kriegst eine Woche Gehaltsentzug. Wie ungerecht. Mi, mi, mi. Meine Güte. Ach Gott, ey. Aber warum wird denn das jetzt ausgelost? Ich bin verwirrt. Wie kann ein Finale ausgelost werden? Ja, ich bin froh. Ich will jetzt eigentlich. Ja, er fehlt da. Das geht mir auch auf den Piss, aber. Ach, das stand doch hier gerade, ne? Nee. Ja, ach. Wieso steht da Auslosung? Ist doch klar, gegen wen man im Finale spielt, weil man ein Halbfinale hatte. What the fuck? UMF. Sind die gut? Medientipp 6er. Sollte machbar. Haben wir gegen die schon mal gespielt? Ich weiß es gerade nicht. Ne, gegen die haben wir noch nicht gespielt, ne? UMF. Eieieiei. Wann spielen wir in 3 Tagen? Ja, geil. Kann ich mal was am Training machen? Dass die nicht total tot sind.
Ja, ist eh kein Training vorher, von daher. Heieiei, wie ist denn eigentlich hier? Also. Zusammenhalt. 7 Spieler unterstützen mich. Hey! Selbst der Keeper, der nie spielen darf. Boah, das Team ist doch platt ohne Ende, oder? Eieieiei, eieiei. Und Bjerregaard ist gesperrt. Entschuldigung. Heieiei. Ach, ich wollte doch hier Gehaltsentzüge. Palmason, oder Scheiße gespielt. Schwache Leistung, zack, Gehaltsentzug. Außerdem müssen wir Geld sparen. Juliusson. Strafen, schwache Leistung, Gehaltsentzug. Ihm kann ich leider keinen Gehaltsentzug. Kann ich ihm einen Gehaltsentzug geben? Nee, schade. Pavic ist so. So ein geiler Stürmer. Gut, Halleluja, ey. Noch weiter ungeschlagen. Wenn es nach denen aufeinandertreffen geht, heißt es, wir gewinnen das nächste Spiel. Hey! In dem Sinne, hei, hei. Ich bin fertig mit der Welt, mit sowas, ey. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und dass wir jetzt im Finale stehen. Des, was auch immer, Cup, wo ein Finale ausgelost wird. Don't ask me. I don't know why. I wonder why. I wonder how. But, you know. Ach ja. Und kommentiert fleißig, wenn ihr was zu kommentiert habt. Und ja, Abo, Pipapo. Kennt man ja. Finger in Po, Mexiko. Nein, wir sind in Island. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und damit sage ich Bless und werte Besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Raketen-Yeti. Ciao.